Moin, moin. Ich höre gerade die Frequenz 26,865 Megahertz. Und zwar ist es ein Gateway. Also das Ganze ist sogar, ich sage mal, links ein Werkzeugkoffer oder sowas. Ne? Das war übrigens mein allererster Aufbau. Ne? So ein Klasse, ne? So ein Werkzeugkoffer. Da habe ich das Gateway und die Funke reingepackt. Ja, das bei uns hier da in diesem Gewächshaus gepackt. Ja, Gewächshaus rein. Antenne habe ich bei mir hier am Baum gebunden. Da sieht man unscheinbar aus. Ja, und das war mal ein Fehler. Ne? Funktioniert so gut, ja, ne? 25 Kilometer, einmal frei. Ja, eine Frequenz 26,865 Megahertz. Da ist das CB-Band noch. Das ist ein sogenanntes Gateway. Da kann man über Internet funken. Die Peoples nehme ich gerade mal auf. Das stelle ich gleich ins Internet. Wow, das ist recht interessant, was sie da erzählen. Mal leiser. Die Sendung, die nehme ich jetzt gerade auf, weil die habe ich noch gar nicht gehört. Ich habe die Antenne mal jetzt mal ein bisschen gemodelt und jetzt höre ich 26,865 Megahertz. Und jetzt zeige ich euch mal eine interessante Seite dazu, die ich auch noch entdeckt habe. Was, Stefan Stevele? Muss man nur mal lauter machen. Stefan Stevele, den gibt es auch in Mannheim, so ein Ding. Ich denke, der kommt aus Iserlohn. Naja, wollen wir mal gucken. So, also die Sendung, die nehme ich jetzt auf. Worum es jetzt geht, ist Folgendes. Ich mache das mal leiser. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, was das für ein Gateway ist. Auf 26,865 Megahertz. So, dann wollte ich jetzt gerade mal schauen, was das für ein Gateway ist und habe zufällig diese Seite entdeckt hier. Die gibt mir zwar jetzt nicht so die Antwort, die ich eigentlich haben wollte, aber ich finde, das ist ja auch eine richtig tolle Seite hier. CB-Funker und Hobbyfunk. Frequenzplan im Bereich des CB-Funks 11 Meter, 27 Megahertz Bereich. Ja?
Wir gehen jetzt mal ganz kurz zu der Heim, zu dem. Zu der Seite, wie sie anfängt. Das heißt, CB-Funk. Herzlich willkommen auf CB-Funk Bayern. Das regionale Netzwerk und die Plattform für Funker aus unserer Region. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch ein Bayern-Sender ist. Weiß ich jetzt gar nicht mal so genau, was ich da gerade höre. Ja, aber auf jeden Fall ist diese Seite für CB-Funker zum Beispiel interessant. Ich habe da gerade mal reingeschnüffelt. Ganz klasse Seite. CB-Funk Bayern hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen kleinen Beitrag zur Wiederbelebung des älteren, aber dennoch faszinierenden Hobbys zu leisten. Insbesondere der CB-Funk soll aufgrund seiner starken eingeschränkten Reichweite und der damit einhergehenden Regionalität davon profitieren. Ja, könnt ihr mal durchlesen hier. Ihr habt da auch hier die Information über das DX-Wetter. Das sieht man auch oft auf den Seiten. Da kann man hier sehen, 80 bis 14 Meter Funk, ob das gut ist oder nicht, ob das schlechter Empfang ist zurzeit. Ja, kann man sich auch informieren. Aber worum es jetzt geht, ist jetzt, die haben auch einen Frequenzplan. Da steht schon mal hier Hobbyfunk, Jedermannfunk, CB-Funk, Freenet, PMR, DMR, Scanner, Amateurfunk. Das nächste ist CB-Funk, 11-Meter-Funk. Warum CB-Funk im 21. Jahrhundert? Hat mir auch schon einer geschrieben. Warum funkt ihr eigentlich? Wir haben doch noch Handys. Ja. Bleibt eigentlich Spucke weg, ne? So. Und jetzt haben die auch hier einen Frequenzplan. Sendeleistung, Buchstabiertafeln und sowas alles, ne? Die Seite ist wohl für CB-Funk auch recht interessant. Ich mache jetzt mal den Frequenzplan auf. So, da haben Sie jetzt einen Frequenzplan. Ja. In unserer Rubrik könnt ihr einsehen, auf welchen Kanälen, mit welcher Modulationsart und welcher Sendeleistung gearbeitet werden darf. Auch interessant, haben Sie gut gemacht. 15 Meter Amateurfunk, 12 Meter, 11 Meter und das CB-Funk, Citizen Band. Oder Allgemeinfunk oder Jedermannfunk. Fängt von 26,565 MHz an, Kanal 41. Datenfunk, digital FM, inoffizieller DX-Kanal FM. Na, machen Sie eine Beschreibung hinten dran. Kann er ja mal ein bisschen näher rangehen. Sieht man das vielleicht noch ein bisschen besser? So. Das an, die Seite. Und ich bin jetzt auf der Frequenz 26.865, wo ich gerade lausche. 55, da ist das hier. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein Gateway, steht auch hier, freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkräte über eine Internetverbindung Gateway seit dem 20. Dezember 2006. So, ganz genau kann ich jetzt noch nicht orten, was das für ein Gateway ist. 26,865 MHz. Ja, aber wie gesagt, da gibt es mehrere Server und mehrere Plattformen, die sowas betreiben. Ja, das kann ich jetzt nicht so richtig zuordnen. Aber den habe ich noch nie gehört. Ich habe mir jetzt eine Antennennummer umgestrickt, aus dem Fenster geschoben und das höre ich jetzt das erste Mal hier. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Und wer jetzt Interesse hat an dieser Seite, der kann sich die mal runterklicken hier und kann sich das mal angucken. Ne? Da sind richtig die Beschreibungen auch drin. Empfohlener Anrufkanal 27005, Anruffeststation AM. Fernfahrerkanal 27065, Kanal 9. Das sind die Kanäle hier, das sind die Frequenzen, das sind die Beschreibungen dazu. Australische Fernfahrer steht hier, 055, Kanal 8, Fernfahrer, Kanal AM. Hochinteressant,
Griechischer Fernfahrer, wusste ich auch noch nicht. 2715. Ja, kann man auch mal drin rumschnüffeln hier. Datenkanal, USB, ROS intern. Ja. Und da kommt man schon in den 10 Meter Bereich, da ist jetzt Amateurfunk hier, 6 Meter ist Amateurfunk. Aber das ist ja jetzt erstmal, darum geht es nicht. Hier, das geht es um. Diese Frequenz habe ich gesucht und da kam ich jetzt auf diese Seite hier. Ist vielleicht für den CB-Funker interessant, ja? Dann werde ich gleich mal gucken, was das hier für ein Gateway ist. Könnte sein, dass es wieder Gateway Deutschland ist. So. Dann kann man hier nochmal ein bisschen mehr schnüffeln. Was haben wir denn hier noch so? Nochmal wieder ein bisschen weiter weg. So kann man das machen. Ja, Home, das ist jetzt die Heimseite hier. Da haben sie dann Albrecht. Was steht da? AE 8000. Sieht ganz klasse aus, ne? Auch mit mehreren Modulationen, dann auch SSB drin. Cool, coole Kiste, ne? So, ist ein CB-Funkgerät. CB-Funk, was haben wir da noch stehen? Ja, kann da die ganzen Informationen runterziehen, Eigenschaften. Dann, wenn ich mal ein Gerät kaufen will, in Deutschland. Da haben wir zum Beispiel wieder eins, Stabo XF. 9082 professionell, 2 SSB. Die sieht ja schon richtig, ja, würde ich schon sagen, professionell aus, ne? Steht ja auch professionell hier drauf. Professionell 2. Nutzung, Sprachübertragung, Funk im Kfz, ungesetzliches, außerhalb von Deutschland. Abgrenzung zum Amateurfunkdienst. Ja, hochinteressant. Also die wird mir auch gefallen, ja. Aber ich funke hier nicht mehr, ich habe ja so nicht die großen Möglichkeiten. Sendeleistung, was haben wir hier? Da steht FM, Frequenzmodulation 4 Watt, 1 bis 80, Kanal 1 bis 80, ne? Kanalbreite 10 kHz, Simplex, AM2-Seitenband, Amplitudenmodulation, 4 Watt von Kanal 1 bis 40. SSB, USB, LSB, 12 Watt, 1 bis 40. 10 kHz Kanalbreite. Ne? Simplex ist Wechselsprechen auf einer Frequenz. Da beschreiben Sie das nochmal, was Simplex ist und Duplex und. Ja. Dann kommen wir mal auf den nächsten jetzt drauf. Freenet, was ich dazu sehen. Aha, da ist ein 2-Meter-Gerät für Freenet. Freenet ist ein Produkt der Firma Motorola und bezeichnet eine Jedermann-Funkanwendung in Deutschland. Seit 96 auf Drängen der Firma Motorola und einen Teil, Kanäle, 12, hast du gesehen. Ja. 500 mW, aber die dürfen jetzt auf 1 Watt schon arbeiten. Was haben wir da noch so drin in diesen schönen, in dieser schönen Seite Buchstabiertafel? Da kann man das Alphabet lernen, ja? Anton, Ärger, Bertha auf Deutsch, International Amsterdam, Baltimore, Casablanca oder sowas und hier ist das International, ja? NATO. Alpha, Bravo, Charlie Hotel, CH, ne? Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet. Bis Zulu, bis Z. So, dann Tipps zum Funkverkehr. Die nachfolgenden 6 Regeln der CB-Funks wurden von der Stabo Elektronik Hildesheim veröffentlicht. Das einschaltete Gerät ist immer zuerst hören, ob der eingestellte Kanal frei ist. Dazu die Rauschsperre öffnen, ne, da beschreiben Sie, wie man damit umgeht mit dem Funkgerät. Dann haben wir hier noch PMR. Das
ist auf 70 cm Funk von 446 MHz bis 446/100. Das haben die aber auch noch mal erweitert. Zuerst hatten sie 12 Kilo Raster, jetzt haben sie 6,5 Raster, ne? Da steht das auch, Raster von 12,5. Aber die dürfen ja 6,5 haben die jetzt auch, ne? So, jetzt haben wir guten PMR, jetzt haben wir DMR. Jeder macht von Anfang an DMR 446. DMR heißt eine Anwendung und jeder stellt eine digitale Version des bekannten analogen PMR-Funks dar. Ja, da haben sie die digitalisiert. Wie gesagt, von 12 kHz sind die dann auf 6,25 kHz runtergegangen. Also halbiert haben sie dann diese Raster. Ne? Könnt ihr euch auch mal durchlesen. Dann haben wir DMR, haben wir Scanner. Ja. Funkscanner sind Funkempfänger, die darauf spezialisiert sind, viele Frequenzen zu überwachen. Und so ein Gerät, da höre ich ja gerade auch so was mit ab. Da ist hier der ICOM ICR8500. Ein tolles Gerät, so wie es aussieht, ne? Ja, könnt ihr euch mal das Auto mal durchlesen. Rufzeichen, 11 Meter Präfix. Wenn einmal so ein Skip-Name hat oder so, wie man das macht und... Ja, nicht schlecht, ne? Und jetzt muss ich gleich mal gucken, was auf 26,865, was das vom Gateway genau ist. Da bin ich aber interessiert, wo das steht, ne? Das ist jetzt die Frage. Das muss also von hier aus recht weit weg sein, weil die kann ich gar nicht so richtig ganz klar empfangen, ja? Dann kommt noch der Amateurfunk. Aber veröffentlicht, hier wird für den relevanten Antrag von Wikipedia herangezogen, also über Wikipedia machen die das. Das ist ein Amateurfunkgerät, Jaesu, FTDX 9000D. Regelung dann um den Amateurfunktyp nicht. Das ist noch so ein Amateurfunk, ICOM IC7851, das ist ein Transceiver nicht, also Funkgerät. Oder ist er versteht hier jedermann Funk? Gleich CB-Funk. Hier ist ein Amateurfunkgerät. Das ist eins von Kenwood. Aber die CB-Funkgeräte, die sahen auch klasse aus. Also wenn ich mir noch CB-Funken machen würde, ja, dann würde ich mir auch schon so eins holen, ja. Also entweder so ein Stab oder so eine Albrecht, was wir gerade gesehen haben, die sind ja richtig top, die Dinger, ne? Und wenn ich manche CB-Funker so höre in der NRW-Runde, die haben also wirklich eine richtig dolle Modulation. Und das ist wirklich schon amateurfunkmäßig, ne? Was die da rüber schieben. An Modulation, an, ja, an Sauberkeit von der Sprache und sowas, ja. Stabo XF 9082, Professional 2, SSB. Interessant. Und dann haben wir noch ein Gästebuch. Klaus. Moin aus dem Hohen Norden. Sachsen Mike. Boris Paxnick. Falke 56. Uwe. Gast. Hallo zusammen. Vielleicht ist das dieser Gateway aus Bayern, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber das kann ich mir jetzt so hier erstmal nicht vorstellen. Aber der Server könnte da unten stehen, ne? So, dann würde ich sagen, alles Gute für euch. Und heute Abend werde ich mal die NRW-Runde wieder anschmeißen. Ich habe meine Antenne modifiziert. Bisschen umgerüstet. Die wird jetzt ein bisschen kräftiger wieder sein. So. Ciao, ciao, 73, DD1, SWL Dortmund.